Kit Fox Experimental ist die exakte Bezeichnung dieses Flugzeugtyps. Und das Flugzeug ist ja tatsächlich noch vor wenigen Wochen geflogen, bevor wir es dann in Einzelteile zerlegt haben und hier nach Berlin gebracht haben. Ja, mit Roman Signer habe ich bereits vor einigen Jahren einmal ein größeres Projekt realisiert. Und ich war mir ganz sicher, dass er auch auf das Kesselhaus eine adäquate Antwort finden würde. Andreas Fiedler hat mich gefragt, möchte mir mal die Kindlbrauerei zeigen. Also ich habe zuerst mal die Dokumente studiert, die Pläne, und war fasziniert von diesem Raum. Es ist selten so ein Raum, so ein hoher Raum, wo man das machen kann. Mir gefällt das enorm, diese Resten auch des Kesselhauses. Das ist ein sehr intensiver Raum. Ich bin ja selber kein Flieger, ich habe keine Flugbewilligung, aber ich bin fasziniert von Flugzeugen, überhaupt von Luft, die Leichtigkeit und dass Luft tragen kann. Das ist schon etwas, das fasziniert, dass etwas Unsichtbares tragen kann. Die konkrete physische Erfahrung, die ist für Roman Signer immer eine unabdingbare Komponente seiner Arbeiten. Es gibt viele ruhige Arbeiten von mir, aber auch Kräfte wirksam sind. Mit Wind und Wasser spielt er Kräfte, ja. Hat eine gewisse Bedrohung auch, oder? Wenn er hochschaut. Das möchte ich absolut. Aber es sollte kein Militärflugzeug sein. Und das geht es mir eigentlich nicht. Ja, die Proportionen, das Verhältnis vom Flugzeug zum Raum, dieses Verhältnis macht noch einmal ganz deutlich, wie gewaltig dieser Raum eigentlich ist. Das Flugzeug hängt das in der richtigen Höhe und jetzt muss dann gearbeitet werden an dieser Luftgeschichte. Wie bringen wir das in Bewegung? Es ist ziemlich viel Technik, aber trotzdem, man muss trotzdem intuitiv arbeiten. Luft ist nämlich heimtückisch. Roman Signer geht ja von einem Skulpturbegriff aus, der den Prozess und die Veränderung stets einschließt. Seine Arbeiten drehen sich ja immer wieder um Themen wie die Zeit, um die Veränderung von Materialien oder auch um die Visualisierung von Naturkräften. So einfach sich diese Arbeit beschreiben lässt. Ein Flugzeug hängt kopfüber in einem hohen Raum und dreht sich angetrieben vom Luftstrom zweier Ventilatoren wie im Sturzflug um seine eigene Achse. So einfach diese Beschreibung ist, so vielfältig und höchst individuell sind die Assoziationsketten, die in Gang gesetzt werden. Ein Flugzeug bringt uns physisch von einem Ort zu einem anderen. Kit Fox Experimental von Roman Signer bringt uns überall hin. Jetzt hängt es da und ist ganz selbstverständlich, oder? Es ist immer alles selbstverständlich, wenn es gemacht ist.